Das ist mir scheißegal, dass wir von Calvin Mund verbieten. Wir prangern jeden möglichen Scheiß an. Natürlich haben sie Vorbildwirkung. Da sind sie sich vielleicht nicht ganz bewusst oder sie werden gebremst. Das Problem heute ist einmal für den Maulkorb umgespannt. Das ist also wirklich nichts anderes als ganz seichte Unterhaltung. Ich berichte jetzt schon seit fast 10 Jahren über Sport in Sachsen-Anhalt und muss sagen, dass politische, gesellschaftliche Statements von Sportlern eine absolute Seltenheit sind. Also klar, du hast diese Weltstars wie Basketballer LeBron James in den USA, Bundesliga-Profis wie Leon Goretzka, die sich schon öfters mal auch zu anderen Themen äußern. Aber unter dieser Kategorie der Weltstars hast du wenig Sportler, die das machen. Es gibt aber eine Ausnahme, und zwar Terence Boyd vom Halleschen FC. Der sagt öfter mal seine Meinung, auch zu anderen Themen als Fußball. Und wir wollen mal mit ihm sprechen und versuchen zu verstehen, warum er das macht und darüber vielleicht auch, warum andere Profisportler das so wenig machen. Und wir versuchen mal mit ihm jetzt ein Interview zu vereinbaren und zu gucken, ob wir zusammenfinden. So, wir haben jetzt der Presseabteilung des HFC mal geschrieben und die Anfrage geschickt, ob wir mit Terence Boyd sprechen können, ein Interview bekommen. Wir warten auf die Antwort, aber fahren jetzt schon mal nach Halle. Wir fahren jetzt nach Halle, um mit Christoph Karpe zu sprechen. Der Christoph war früher mein Kollege und ist jetzt Sportchef bei der Mitteldeutschen Zeitung. Und ja, hat sehr lange Erfahrung im Sportjournalismus und kennt auch Terence Boyd sehr gut. Also, dass sich Sportler zu gesellschaftlichen Dingen geäußert haben, das war über die Jahre immer das Gleiche im Prinzip. Es gab einzelne, ja, aber die Masse hat sich immer zurückgehalten. Bloß nicht verbrennen, bloß nicht den Mund verbrennen, bloß nicht anecken. Ich mache meinen Sport, ich bringe meine Leistung, ich trainiere, das ist mein Statement. Ich will was gewinnen für meine Mannschaft, für mich selbst. Aber nee, politisch kann ich mich eigentlich nur vergaloppieren, wenn ich da irgendwo mal einen falschen Zungenschlag reinbringe. Und schon bin ich dann der Buhmann für die, der Held für die anderen. Und schon stehe ich zwischen den Fronten und dann ist es vielleicht doof. Terence Boyd ist das offensichtlich aber egal, ob er am Ende für irgendjemanden der Buhmann ist. Er sagt einfach, was er denkt zu Themen, die ihm wichtig sind und zu denen er vielleicht sogar einen persönlichen Bezug hat. Zum Beispiel im letzten Jahr, da saß er während des Anschlags auf eine Synagoge in Halle nur wenige hundert Meter entfernt in einem Café. Und danach positionierte er sich unter anderem im Elf-Freunde-Magazin ganz klar gegen Antisemitismus. Wir haben ja mal so ein Interview gemacht, so ein Thesen-Interview im Winter mit ihm. Und da sagte er ihm, mich stört der Rechtsruck weltweit und Flüchtlinge. Jeder sollte das Recht haben, in einem Land zu leben, wo kein Krieg ist. Und dann, wenn da Bomben fallen, natürlich ist das legitim, auszuwandern. Dann solche Aussagen, es ist also, ja, selten, bemerkenswert, außergewöhnlich. Das stimmt auf jeden Fall, das deckt sich mit meiner Erfahrung, aber es ist doch irgendwo auch schade und es sollte nicht außergewöhnlich, sondern selbstverständlich sein. Also woran kann das liegen? Medien sind natürlich auch manchmal auch sehr eindimensional und fragen einfach gar nicht. Könnte der irgendwas Bedeutendes sagen? Vielleicht könnte er. Und wir stehen daneben und sagen, ach komm, frag ihn mal lieber zum nächsten Spiel oder was da gerade als Krise in der Mannschaft ist oder woran es liegt oder sowas. Man ist vielleicht auch ein bisschen, ja, mit Scheuklappen bei solchen Interviews mit Spielern. Das finde ich interessant. Also das ist auch so ein kleines Plädoyer, dass auch Medien, Journalisten vielleicht auch in diese Richtung nachfragen sollten, oder? Ja, man könnte vielleicht traut man den Sportlern zu wenig. Man tut ihnen Unrecht. Sportler sind doch Menschen wie jeder andere. Und warum soll eine 16-jährige Greta Thunberg auf die Straße gehen und sagen, Fridays for Future und die jungen Menschen machen das mit? Da können doch auch mal irgendwelche Sportler sagen. Ich finde das auch wichtig, dass wir hier unsere Welt retten und ein bisschen was für den Umweltschutz tun oder was auch immer. Natürlich sollen sie das mitmachen. Natürlich haben sie Vorbildwirkung. Da sind sie sich vielleicht nicht ganz bewusst. Oder sie werden gebremst, wie gesagt, von Beratern, von Vereinen, von eigenen Skrupeln oder was auch immer. Aber natürlich sollen die sich mit einbringen. Na klar. Das machen sie aber eben relativ wenig. Und Christoph hat ganz gute Sachen, ganz gute Punkte angesprochen, woran es liegen könnte. Sie könnten nämlich gebremst werden von Vereinen und vielleicht auch von Beratern. Also sprechen wir doch jetzt einfach mal mit denen.
Markus Hein ist Spielerberater aus Wittenberg und das seit mehr als 20 Jahren. Also er kennt sich mittlerweile sehr gut aus in dem Geschäft und der muss wissen, ob Spielerberater ihren Spielern auch durchaus mal den Mund verbieten. Natürlich hat jeder Sportler und speziell auch jeder Fußballer das Recht auf freie Meinung und kann diese natürlich äußern. Aber er muss natürlich wissen, wenn er das tut, was er damit unter Umständen auch verursacht beziehungsweise was damit ins Laufen kommt. Und wenn ich von einer Problematik keine Ahnung habe, sollte ich auf jeden Fall erstmal den Mund halten. Da gibt es eigentlich, würde ich sagen, zu 99% eine ganz klare Linie, dass man sich als Profifußballer oder überhaupt als Berufssportler klar distanziert von Rassismus, von Homophobie, von Sexismus oder eben auch von Antisemitismus. Ich glaube, das ist ganz klar. Sollten das vielleicht auch Profifußballer noch ein bisschen deutlicher machen? Weil, also gefühlt machen sie es immer dann, wenn irgendwas passiert ist, so als Reaktion quasi. Oder quasi schon vorbeugend, aber im Rahmen von irgendwelchen größeren Aktionen, DFB-Aktionen, FIFA-Aktionen. Sollten sie es vielleicht auch auf zum Beispiel ihren Social-Media-Kanälen deiner Meinung nach öfter machen und einfach diese unglaubliche Reichweite, die sie haben, nutzen? Ja, Rassismus ist keine Meinung, sondern es ist ein Verbrechen. Und dazu bin ich schon der Meinung, sollten sich noch mehr Profifußballer, also auch in den sozialen Medien, auch klar nicht nur äußern, sondern klar Stellung beziehen. Aber was uns der Markus Hein auch erzählt hat, ist, dass alles wirklich genauestens geregelt ist. Also Verbände wie DFB oder FIFA, die schreiben ganz genau vor, was zum Beispiel passiert, wenn ein Spieler beim Torjubel sein Trikot auszieht und darunter ein T-Shirt mit einer gesellschaftlichen Botschaft zum Vorschein kommt. Dann gibt es nämlich in aller Regel dafür, ganz gleich was das für eine Botschaft ist, eine Strafe. Und darauf werden auch schon die ganz jungen Talente vorbereitet. Wenn wir dann mit den Spielern enger zusammenarbeiten, dann unterhalten wir uns natürlich auch gerade über die sozialen Medien, wo ja gerade auch junge Spieler häufig viel unterwegs sind. Ob wie gesagt Facebook, Twitter oder Instagram. Und da versuche ich den Jungs einfach auch ein bisschen Schärfe zu vermitteln, dass sie da einfach auch im Umgang mit der ganzen Geschichte etwas vorsichtig werden. Ja, und nicht jedes Bild von sich posten oder nicht jeden Beitrag liken. Und ich habe inzwischen auch wirklich mitbekommen, dass gerade auch viele Jungs sich dann von den sozialen Medien eigentlich erstmal verabschieden und ihre Accounts komplett erstmal löschen, okay, weil sie sagen, dann habe ich damit erstmal nichts zu tun und habe erstmal meine Ruhe und kann mich konzentrieren auf den Fußball, weil ich will Profi werden. Das ist das Entscheidende für die Jungs. Ich verstehe das alles, aber irgendwie kann es das auch nicht sein. Also wollen wir wirklich Fußballer und auch junge Talente, die ihre Meinung vielleicht sogar für sich behalten oder erst gar nicht bilden können, weil sie sich wirklich nur auf diesen Ball konzentrieren? Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ist, glaube ich, schwierig. Mich interessiert aber mal, was Thomas Hossmann dazu zu sagen hat. Der ist nämlich Nachwuchsleiter beim 1. FC Magdeburg und arbeitet wirklich jeden Tag mit jungen Spielern zusammen. Es ist schon wichtig, dass man in der heutigen Zeit auch Jungs hat oder überhaupt Menschen, die eine Meinung haben und Verantwortung übernehmen. Das wollt ihr auch. Es gibt ja auch in jeder Mannschaft sollte es ein Führungsspiel oder Führungsspieler geben, die egal auf dem Platz oder neben dem Platz eben Dinge dann eben auch mit besprechen. Und wir versuchen das schon auch in unseren unterschiedlichen Altersklassen eben immer wieder einzufordern, ne? Weil du brauchst auf dem Platz oder neben dem Platz Jungs, die gewisse Dinge auch ansprechen, regulieren. Ist es da vielleicht auch in dem Hinblick gut, wenn ich sag mal so Profis vorangehen? Also die Jungs nehmen sich ja mit Sicherheit auch ein Beispiel an den Großen, sag ich mal, an ihren Vorbildern. Ja, das auf alle Fälle. Die gucken sich viele Dinge ab und das ist schon wichtig, wie die Spieler, die erste, zweite Bundesliga spielen oder selbst bei uns, wie sie sich präsentieren und wie sie eben halt auch auftreten, na klar. Sollten schon Vorbilder sein. Ja, was Profis aber sagen und was sie vor allen Dingen sagen dürfen, das hängt heutzutage viel von den Vereinen ab. Da gibt es ganz viele Pressestellen, die sich Zitate vor Veröffentlichung vorlegen lassen und die dann ehrlich gesagt auch vieles glatt bügeln, was irgendwie nur den Anschein erweckt, dass es polarisieren könnte. Ich will jetzt noch mal wissen, wie das beim 1. FCM ist und habe mich deswegen mit Mario Kalnick verabredet. Der ist Geschäftsführer und der muss das wissen. Meine Erfahrung ist eher, dass sich die Spieler eher selten politisch äußern, parteipolitisch äußern.
Gut, aber zu diesen anderen Themen, Sie sagen schon Rassismus und so weiter, da ist es aus Ihrer Sicht auch durchaus wünschenswert, dass Sie Ihre Reichweite, sage ich immer, auch so ein großes Thema auf Social Media für sowas nutzen, oder? Ja, gut, ich eine Meinung dazu zum Thema Politik muss man ja erstmal ein bisschen differenziert angehen. Was ist eigentlich politische Äußerung? Ja, also es gibt ja vielschichtige politische Themen. Mal allgemein zusammengefasst für mich, alles das, was unter das Grundgesetz gehört, ich glaube, das muss man deutlich vertreten. Das machen wir Vereine ja auch. Haben wir jetzt gerade, ja, leider Gottes aufgrund des schrecklichen Ereignisses in Hanau jetzt hier wieder als Thematik, wo wir Vereine uns ja ganz klar positionieren werden jetzt zum nächsten Spieltag, gegen Rassismus eben zu sein und entsprechend dafür zu werben, dass dieses Gift ist ja das Schlagwort, dieses Gift da eben nicht in die Menschen dringt. Das, glaube ich, halte ich für sehr wichtig in diesem Thema. Alles andere, was so parteipolitische Themen sind oder einzelpolitische Themen, das ist dann, wo ich sage, das gehört eher nicht zum Fußballsport, weil am Ende sind wir ja ein Fußballverein, der ja in seinem ureigensten Kerngeschäft Fußball betreibt und dazu offen ist, auch für alle Bürgerinnen und Bürger, unabhängig ihrer politischen Meinungen, sofern sie denn ja auch dem Gesetz ja, ordentlich sind, will ich mal sagen. Und an der Stelle sind alle willkommen und da werden wir keinen ausschließen. Und genau deshalb haben ja auch die meisten Fußballvereine in ihrer Satzung verankert, politisch neutral zu sein. Wenn jetzt ein sehr prominenter Fußballspieler direkt für eine Partei werben würde, dann glaube ich, wäre das nicht in Ordnung. Ja, das sage ich ganz offen. Und was aber alles andere anbelangt, was ich gesagt habe, zu grundgesetzlichen Themen, da glaube ich, ist es ganz wichtig, sich zu positionieren, zu äußern, sowohl als Verein, aber auch als Spieler. Ja, wir gehen der Frage auch so ein bisschen nach, weil mit Terence Boyd vom HFC, gibt es da jemanden, der mal öfter sich auch in diese Richtung äußert? Der hat jetzt neulich gesagt, dieser Rechtsruck in der Gesellschaft, das geht gar nicht, das macht mir irgendwie ein bisschen Angst. Und das ist auch so ein bisschen Anlass für den Film, ja, und darüber mal zu sprechen. Ja. Ja, und wenn das so wahrgenommen wird von Beuth, dann ist das definitiv ja auch mal nachzugehen. Und das ist ja so. Wir haben ja jetzt hier diese Ereignisse und das ist ja nun auch ein bisschen nachweislich, dass dort ja was geschieht. Das ist, ja, will ich jetzt gar nicht so ausbauen. Es gibt die AfD und alles drum und dran. Also ist ein großes Thema gerade in Deutschland und insofern ist es ja auch okay, wenn dort Spieler sich da dazu dann auch mal positionieren. Ja, und das muss dann authentisch sein. Da muss ich mich auch auskennen in der Thematik, ja, mich dafür auch interessieren. Und nur jetzt, um sich selber da so ein bisschen darzustellen, weil ich sage, du, mach mich jetzt populär, wenn ich jetzt so einen Spruch ausbringe, gegen rechts mich positioniere, damit ich selbst populärer, das, glaube ich, macht wenig Sinn, sondern da muss man wirklich in der Sache auch unterwegs sein. Äußert sich ein Profisportler zu gesellschaftlichen oder politischen Problemen oder Themen, dann muss das unbedingt authentisch sein. Das hören wir bei unseren Gesprächen immer wieder, weil sonst kauft es ihm einfach niemand ab. Bei mir war das halt immer ein bisschen schwierig, weil dann auch oft gesagt wurde, oh, der macht das, um sein Image aufzupolieren. Ja? Und das war mir dann aber auch egal, weil halt, weil am Ende zählt ja die Sache und nicht die Person. Heute ist Mike Franz sportlicher Leiter beim 1. FC Magdeburg. Aber früher, da war er Iron Mike, ein knallharter Bundesliga-Verteidiger, der oft an Grenzen und auch darüber hinaus ging, sowohl körperlich als auch verbal. Abseits davon äußerte er sich aber nicht zu politischen Themen, weil er einfach keine Ahnung davon hatte, wie er selbst sagt. Aber er engagierte sich gesellschaftlich, zum Beispiel für krebskranke Kinder. Da hatte ich dann ein einsteigendes Erlebnis in meiner Wolfsburger Zeit. Da kam dann einfach ein Vater und hat mich gefragt, ob ich seine Tochter besuchen kann im Krankenhaus. Und die hatte Krebs. Das war, ja, und da hatte ich dann erst überlegt, ob ich da hinfahre, weil ich hatte mir gedacht, wie kann ich der überhaupt helfen? Also wie soll ich ihr helfen können? Und dann kam er, ich bin dann aber hingefahren und wir hatten dann da auch einen, ja, soweit es dann möglich ist im Krankenhaus, auch einen schönen Nachmittag. Und er kam dann irgendwie ein paar Monate später, sie war wieder gesund, war genesen und er hatte dann einfach dann auch gesagt, er hat sich nochmal bedankt für diesen Besuch, weil das für sie total viel Kraft gab und am nächsten Tag waren die Blutwerte dann auch besser und das hatte mir dann gezeigt, dass man dann als Sportler relativ schnell was auch bewirken kann. So. Und klar ist halt auch, dass einem als Sportler oder Persönlichkeit in der Öffentlichkeit bestimmte Türen schneller und einfacher geöffnet werden. Und da finde ich schon, dass man das dann auch weiter nutzen sollte. Kleines Gedankenspiel, du hast zwei Spieler, die sind gleich alt, gleiche Position, gleiche Fähigkeiten, kommen aus dem gleichen NLZ von mir aus, gleiche Einschätzung von Scouts.
der eine spricht wirklich nur über Fußball, der andere äußert sich auch öfter mal gesellschaftlich politisch. Für wen entscheidest du dich? Das spielt für mich keine Rolle. Ich finde halt, Ecken und Kanten gehören halt auch dazu. Und Ecken und Kanten, also wenn man sich politisch äußert, ist ja nun keine Ecke und Kante. Es ist halt, das ist auch wieder das Thema. Wenn ein 18-Jähriger dann wirklich schon politisch so sattelfest ist und dann auch im Thema steckt, dann ist das schön, weil dann hat er sich auch mit anderen Sachen außer Fußball beschäftigt. Ob einer da eine Meinung hat oder eher ein stilles Mäuschen ist, da sage ich sogar fast, dass der mit der Meinung für mich dann erstmal, wenn du mich das jetzt so hinlegst, der interessantere ist, weil es halt auch wichtig ist, auf dem Platz Entscheidungen zu treffen und auch eine Meinung zu haben, weil wenn du nur immer das machst, was dir vorgegeben wird, dann kannst du halt auch, dann kannst du selten ja, aktiv sein. Manchmal musst du halt auch mal aus diesem Korsett mal ausbrechen, mal was machen, womit der andere nicht rechnet. Und dazu gehört dann halt auch eine gewisse Aktivität hier oben. Und deswegen schadet das nicht, ganz im Gegenteil. Ich finde es sogar dann gut. Richtig gut fand er auch die Reaktion des Publikums auf eine rassistische Beleidigung beim Drittligaspiel zwischen Preußen Münster und den Würzburger Kickers. Da wurde der Würzburger Spieler Leroy Quadvo mit Affenlauten beleidigt und die Zuschauer machten den Beleidigenden dann ausfindig und so konnte er in Polizeigewahrsam genommen werden. Das ganze Stadion rief Nazis raus. Man muss richtig reagieren. Also wir sind alle dazu angehalten, dann da ja, richtig zu reagieren und da dann halt auch Gesicht zu zeigen und auch Stärke zu zeigen. Wir prangern jeden möglichen Scheiß an. Über alles haben wir eine Meinung, aber über solche Sachen, die wirklich, ja, die einfach hier heutzutage nichts mehr zu suchen haben, da sind die Meinungen dann bei den meisten klar, aber sie dann nach außen zu vertreten, ja, ist dann halt auch wichtig. Ja, diese Affenlaute sind sowieso eines der größten Übel im Fußball. In Italien passiert das gefühlt leider fast jede Woche. Aber das gab es auch in der Basketball-Bundesliga in dieser Saison. Und deswegen fahren wir jetzt auch nach Weißenfels. Denn genau da ist das Ende September vergangenen Jahres auch passiert. Da wurde der Gästespieler aus Ludwigsburg, Konstantin Konga, von einem MBC-Fan rassistisch beleidigt, eben mit solchen Affenlauten. Ja, und der Konstantin Konga hieß bis vergangenen Sommer noch Konstantin Klein, hat dann aber den afrikanischen Nachnamen seiner Frau angenommen. Und nach dieser ganzen Aktion, nach diesem Vorfall, einen Tag später, hat er das auf Instagram und auf Social Media öffentlich gemacht und hat da eine riesige Anteilnahme einfach bekommen. Hat diesen Fan, der ihn beleidigt hat, dann ausfindig gemacht und hat ihm ein Hallenverbot verpasst bis zum Ende des Jahres. Und es gab außerdem noch eine Geldstrafe von der Liga, die dann einem Projekt gegen Rassismus zugute gekommen ist. Und wir haben das Glück, dass der MBC heute Abend gegen Braunschweig spielt. Das heißt, wir können erst mit dem Fanclub-Vorsitzenden sprechen und dann nach dem Spiel mit Manager Martin Geisler. Wir sind mit Jens Pelsch-Hahnemann verabredet. Er ist Vorsitzender eines großen MBC-Fanclubs und war bei dem Vorfall mit Konstantin Konga damals auch in der Halle. Allerdings, so sagt er, zu weit weg, um mitzubekommen, was wirklich passiert ist. Unschön war natürlich dann im nächsten Tag auf Instagram bzw. auf Facebook davon zu lesen, weil meine Meinung ist, der Spieler hätte jede Möglichkeit gehabt, die Situation situationsgerecht klären zu können. Also er hätte einfach den Ball hinlegen sollen, wäre zu seinen Teammates gegangen, hätte das dort erklärt. Die hätten gesagt, okay, wir wollen unter den Bedingungen nicht, wir klären das jetzt mit dem Commissioner oder BPL. Und ich möchte behaupten, die hätten schlagartig 99,9% der Halle hinter sich gehabt. So, dadurch, dass das natürlich erstmal in den ganzen Foren und Basketballgruppen breitgetreten wurde, war dann natürlich schnell der böse Osten wieder. Ja, alles klar, alles Braun, alles Blauwähler, sowieso alles Nazis, Unbelehrbare.
ohne, da, gerade von einem Großteil der Leute, die uns gar nicht kennen, die uns teilweise noch nie besucht haben, noch nie in unserer Region waren. Und das finde ich halt schade. Man hat zum Beispiel dieses Wochenende im Fußball gesehen, da ohne weiteres, wo Bayern gegen Hoffenheim dann die Spielzeit einfach zu Ende gekickt haben, um Zeichen als Sportler zu sehen, hallo, wir stehen zusammen, wir machen das nicht mit. Und ich möchte behaupten, dass es an dem Tag genauso gewesen wäre. Unsere Spieler hätten Konstantin genauso unterstützt, wie sie ihm im Nachhinein auch gesagt haben, dass die Unterstützung wäre da gewesen. Statements für Toleranz und gegen Rassismus findet er gut. Basketball sei nämlich ein bunter Sport und genauso bunt und offen seien auch die Fanblöcke dahinter. Die offene Frage, wie du das findest, also wenn sich Spieler, die da unten gleich gegen Braunschweig spielen, wenn die sich auch politisch oder gesellschaftlich äußern zu Themen wie Rassismus, Homophobie, Gleichstellung, Kohleabbau in der Region. Ja, also ich persönlich bin da der Meinung, dass Sport bleiben sollte, ganz einfach. Zum einen ist es natürlich auch schwierig für die Spieler an sich eine Position zu beziehen, weil teilweise kommen sie nicht aus der Region. Also ich sag mal, macht sich jetzt schlecht, wenn ein Amerikaner zum Beispiel gegen Kohleabbau in Träuchern ist. Also das klingt nicht glaubwürdig. Würdest du ihm nicht abnehmen? Das würde ich ihm nicht abnehmen. Das ist, wie gesagt, das ist eine Gratwanderung, sich hier zu äußern. Und Spieler würde sich dann in dem Moment natürlich extrem unglaubwürdig machen, wenn er aus meiner Sicht eine Äußerung zur Region macht und in der nächsten Saison dann zum Beispiel weg ist. Oder wenn das dann so aufgesetzt, typisch aufgesetzt, also wie so von oben, du musst das jetzt mal sagen. Weil wenn sowas von einem Spieler kommt, dann macht es sich unglaubwürdig den Fans gegenüber und für die Fans wird es dann natürlich dementsprechend schwer, den Spieler zu supporten. Ich bin selber mit Basketball aufgewachsen, bin ein großer Fan und habe selber gespielt. Mit Rassismus oder ähnlichen Dingen gab es nie Probleme. Vielleicht, weil der Sport von afroamerikanischen Spielern geprägt wurde. Vielleicht gibt es aber auch generell Unterschiede zum Fußball. Also können sich Basketballer vielleicht leichter zu solchen Themen äußern? Oder gibt es Probleme warum. Gar nicht? Ich wüsste nicht, warum die sich leichter äußern könnten. Weil Basketball vielleicht generell so ein offenerer Sport ist, ist so ein bisschen die Hypothese, oder? Ja, weil die unsere Zuschauer zum Glück in der Regel ein bisschen cleverer sind, als die zum Fußball gehen. Ja, und das ist, deshalb fällt es besonders auf, wenn in so einer Basketballhalle sich jemand daneben benimmt und Spieler rassistisch beleidigt. Seit 20 Jahren arbeitet Martin Geisler jetzt schon beim Mitteldeutschen Basketballclub und ein Problem mit Rassismus, das gab es nie, sagt er. Der Verein setzt sich seit Jahren für Toleranz und gegen Rassismus, zum Beispiel an Schulen und mit anderen Projekten ein. Aber das alles geriet nach dem Vorfall jetzt in Vergessenheit. Das hat mir schon auch wehgetan, weil die Berichterstattung natürlich dann so einseitig war nach diesem Vorfall, dass man gesagt hat, okay, hier beim MBC im Osten, da sind Rassisten und die haben das nicht unter Kontrolle. Am Ende, sage ich mal, würde ich da vielleicht auch sagen, dass dieser Mann, der das gemacht hat, vielleicht gar nicht intellektuell begriffen hat, was es bedeutet, wenn man Affengeräusche macht. Und so war auch die Äußerung von ihm danach. Das ist nicht zu entschuldigen aus unserer Sicht. Aber trotzdem, sage ich mal, wurde es sehr hochgekocht. Konstantin hat da eine große Bühne genutzt. Ganz viele Basketballer und Sportler haben ihm da gefolgt und haben das retweetet und kommentiert. Und am Ende, sage ich mal, hat uns das als Club natürlich schon geschadet. Was ja auch wieder beweist, dass Profisportler, auch Profibasketballer, gerade durch Social Media eine unglaubliche Reichweite haben und auch irgendwo Meinungsmacher sein können. Also sollten sie diese Reichweite, diese Möglichkeit generell mehr nutzen, um sich zu gesellschaftlichen Themen zu äußern? Ich glaube, es ist ein schwieriges Thema. Also auch für die Spieler schwierig, weil die natürlich auch in einer gewissen äußeren Erwartungshaltung stehen. Ja, ich glaube, dass die äußere Erwartungshaltung ist, dass Spieler lieber einmal mehr sagen, wie schlimm manche Sachen sind, als dass Spieler vielleicht auch ein bisschen, nenne ich es mal, besänftigend auch manche Sachen einschätzen. Und die Spieler sind eigentlich dafür da, um erstmal Sport zu betreiben. Und wenn es dann ganz klare Form von Rassismus gibt, dann muss man sich davon abgrenzen. Aber man muss nicht jeden kleinen Ansatz dafür nehmen, um sag ich mal, sich irgendwie vielleicht auch eine Bühne zu verschaffen. So, wir haben jetzt nochmal mit der Presseabteilung des Halleschen Fußballclubs telefoniert. Wir hatten erst schriftlich eine Absage bekommen, das lag aber auch ein bisschen an mir.
weil die Anfrage sehr grob gestellt war. Ich habe gesagt, es geht um Sport und Politik. Und da kam erstmal die Rückmeldung, okay, politische Äußerungen von Fußballern, von Sportlern finden wir erstmal nicht so gut, muss auf jeden Fall irgendwie noch konkretisiert werden. Jetzt haben wir nochmal telefoniert und sind so verblieben, dass wir in den kommenden Wochen mal in Kontakt bleiben und versuchen, das Interview mit Terence Boyd hinzubekommen. Er hat aber auch gesagt, jetzt aktuell möchte er das nicht, weil der HFC gerade einfach in einer sportlichen Krise ist. Und da wird dir dann oft auch von Fans selbst gesagt, okay, der soll jetzt erstmal Fußball spielen und nicht irgendwelche Interviews geben. Finde ich persönlich Schwachsinn, die Argumentation von Fanseite, aber es ist leider in dem Geschäft so. Deswegen kann ich das verstehen und wir bleiben aber dran und hoffen, dass wir Terence Boyd noch zum Interview bekommen. Wir sind jetzt nochmal nach Weißenfels gefahren. Wir waren zwar Samstag schon genau in der Halle, aber wir haben uns überlegt, wir müssen unbedingt nochmal mit einem US-Amerikaner vom NBC sprechen, nämlich Tremel Darden, weil wir uns nämlich gefragt haben, wie ist das eigentlich in den USA? Ich oder wir wissen bloß, dass es ein großes Thema ist. Gibt da mehrere Stichpunkte. LeBron James, bester Basketballer der Welt wahrscheinlich. Hat eine kleine Twitter-Fehde mit Donald Trump. Colin Kaepernick, Footballstar. Hat sich während der Nationalhymne hingekniet und seinen Job danach verloren. Also es gibt da offensichtlich viele Themen und wahrscheinlich auch Unterschiede zu Deutschland. So for me, when I got on social media, I said I want to use it for the benefit of enhancing my faith and belief in Jesus Christ as my Lord and Savior. So if you look at my social media, every morning I tweet a Bible scripture. And at the same time, when it is something that I have education on, I have knowledge about, I do want to speak about it. Eines dieser Themen ist zum Beispiel Polizeigewalt, was in den USA wirklich ein großes Thema ist und auch für Tremel Darden. I'm a victim of that. You know, back in 06, one of my siblings was killed due to police violence. And so that's something that's really near and dear to me. This is a real life issue for some people in some communities in America. And you know, that police brutality dynamic in some parts of the country, like I said, it would be hard for you to understand it because here in Weissenfels, that's not an issue. So for somebody who's never experienced that, in their reality, it's not real. In this day and age, there are people who use that platform to use, to bring light and shed light to issues that normally people wouldn't know and they don't think it exists because they don't see it in their everyday life. Das ist Colin Kaepernick. Er spielt Football in den USA, in der NFL, der besten Footballliga der Welt. Besser gesagt, er hat dort gespielt. Denn nachdem er sich 2016 während der Nationalhymne hingekniet hatte, um gegen Rassismus und gegen Polizeigewalt zu protestieren, verlor er seinen Job. Und bis heute hat er keinen neuen gefunden. Aber er wurde zum Aushängeschild für mündige Athleten auf der ganzen Welt und für ganz viele Menschen ein großes Vorbild. Yes, it's big because I don't necessarily believe that when he did what he thought that he was going to lose his job, his livelihood. So he was really he sacrificed himself for something that he felt needed light shed on, and it did. You know, as I said, that's something that's near and dear to me. As I lost my brother to that, and it's unfortunate that he didn't do anything wrong. He didn't do anything wrong. He just was bringing light to something that was an issue. And it made people uncomfortable. And part of affecting change and having an impact is you got to make people uncomfortable if there's going to be something done about. You know, Colin Kaepernick took a stand for something that he felt was near and dear to him, regardless if it affected him. And see, that's what people fail to realize. That's when you're really trying to make change. It wasn't something that was affecting him directly. But it was something that was affecting the community of people that he's grown up in, the people that he's grown around, people that look just like him. So because of that, he felt, I have this platform, I need to say something. And, you know, he sacrificed his career for it, but in the end, he shed light on something that needed to be discussed. He's still able to be a public figure. He's a legendary figure now in the community. Auf dem Weg zur Legende ist auch LeBron James. Nicht nur, weil er einer der, vielleicht sogar der beste Basketballer ist, der jemals gespielt hat, sondern vielmehr, weil er sich auch sozial engagiert. Weil er zum Beispiel Schulen in seiner Heimat baut oder weil er auch mal auf Twitter Präsident Donald Trump widerspricht, wenn er etwas als Blödsinn oder als ungerecht empfindet. LeBron James ist, das sagt er selbst von sich, mehr als nur ein Athlet. If you look at some of the great athletes of all time that were more than just sports, that became legendary not just because of their athletic
achievements, you got Muhammad Ali. He's somebody who felt near and dear about something, was willing to go to jail for it, and then showed his actions by trying to unite the people all over, you know, people of color all over the world, not just in America. You know, what he did was huge, and he kind of was one of the people that set the bar. You know, Bill Russell, Jim Brown, these are different athletes in America. I'm not sure if y'all are familiar with some of them. You know, Jim Brown played American football. Everybody know Bill Russell that plays basketball. But these guys were pioneers of trying to affect change with their platform. And LeBron James is just another athlete in that same mode. He's almost like the voice of the NBA as far as social and political issues. He's used basketball as a platform to just be impactful. And ultimately, you know, as an athlete, you want to understand that you, each of us wants to have an impact in some way in somebody's life. We get to play this game of basketball, which brings entertainment and joy to a lot of people all over the world. But at the same time, we want to have change. Wir fahren heute wieder mal nach Halle, diesmal um mit Rico Freimuth zu reden, einem der erfolgreichsten deutschen Zehnkämpfer. Hat schon Medaillen bei der WM geholt, hat bei Olympia teilgenommen. Und wir sind ja bislang schon der Antwort nahe gekommen, warum Sportler vielleicht auch ein bisschen Angst haben, sich öffentlich zu anderen Themen zu äußern. Ich glaube aber, dass das in der Leichtathletik auch nochmal ein großes Thema ist, gerade weil das alles oft Einzelkämpfer sind und weil da einfach nicht so viel Geld verdient wird wie im Fußball zum Beispiel. Ja, und darüber wollen wir mit Rico heute mal reden. Rico, wir wollen heute über ein Thema sprechen, politische, gesellschaftliche Äußerungen von Sportlern. Und ich würde dir am Anfang ganz gerne mal ein Foto zeigen. Du kennst es mit Sicherheit. Max, du kannst auch mal herkommen und das vielleicht kurz mit aufnehmen. Tommy Smith und John Carlos, 68, ja, bei Olympia. Das ist ganz bekannt. Haben sich gegen Rassismus in ihrer Heimat eingesetzt, in den USA. Würdest du dir wünschen, dass es solche Fotos, das ist jetzt schon ein bisschen alt, öfters gibt aus dem Sport, aus der Leichtathletik, also so politische Zeichen von Sportlern? Na, generell wünschen würde ich mir sowas schon, aber das Problem aktuell in der heutigen, damals haben die auch richtig Stress bekommen, die Jungs, was man ja auf dem Bild nicht sieht. Das war auf jeden Fall eine krasse, wichtige Geste auch, glaube ich, gerade für die Schwarzen oder für die schwarzen Leute in Amerika und überall auf der Welt. Ein gutes Zeichen, was auch natürlich bis heute in den Köpfen drin ist, aber das Problem heute ist einfach, wir kriegen einen Maulkorb umgespannt. Bei olympischen Wettkämpfen oder Siegerehrungen zum Beispiel, also im Moment der größtmöglichen Aufmerksamkeit, da verbietet das Internationale Olympische Komitee seinen Sportlern, sich politisch zu äußern. Und viele schweigen deshalb auch sonst lieber. Sie wissen gar nicht mehr so richtig, was darf ich wann überhaupt sagen und vor allem, was wird das für mich für Konsequenzen haben. Man schützt sich ja auch davor. Also ja, jedes politische Statement oder was auch immer für ein Statement du setzt, regt ja erstmal auch auf und du musst dich dann damit weiterhin auseinandersetzen. Also im Endeffekt ist es gar nicht so unclever, von Leuten in gewissen Positionen einfach gar nichts dazu zu sagen. Es ist einfach easier zu handeln, ne? Also hast du keinen Stress, du kommst nach Hause, musst nicht noch 10 Interviews beantworten, weil du irgendwie das und das gesagt hast. Bequemer ist es. Bequem, ja, es macht dir dein Leben auf jeden Fall einfacher, zumindest was den ganzen Trouble nach außen angeht. Wie es dann innen aussieht bei dir, wie du es selber verarbeitest, was anderes, aber ja, das ist einfach schwierig geworden. Das hört sich alles so an, als schwingt da viel Ernüchterung mit bei einem, der schon jahrelang dabei ist in der Leichtathletikwelt und offensichtlich vieles nicht verstehen oder nachvollziehen kann. Generell würde ich mir von vielen Athleten einiges wünschen. Ich habe mir immer von Usain Bolt gewünscht, dass er sich mehr im Kampf gegen den Doping einsetzt. Hab da nie ein Wort drüber gehört. Eigentlich komisch, wenn du nur gegen Leute antrittst, die gedopt sind. Also ich glaube, von den 10 schnellsten Sprintern aller Zeiten waren 9 positiv und er nicht. Ich persönlich hätte mich nur darüber aufgeregt, dass die alle gedopt sind. Mhm. So ein paar Sachen wünscht man sich so einmal, dass man da mal irgendwie mehr macht für so eine Anti-Doping-Bewegung, sage ich jetzt mal. Ja, aber es ist einfach schwer, ne? Jeder hat seine Interessen, es geht nur noch ums Geld. So auch in den Sportarten wird Millionen verdient, von daher. Ja, am Ende des Tages muss jeder auf sein Konto gucken und sich das rechtfertigen. Von daher, es ist immer schwierig, politische Statements zu setzen. Ja. Wen willst du eigentlich hören? Von wem willst du ein politisches Statement haben? Ja, ist nicht jeder, der bei den Olympischen Spielen ist. Wir reden jetzt mal nur von den olympischen Disziplinen. Den willst du auch hören? Oder, ne? So, man will dann da auch nur die Topstars haben.
Ja, und die Topstars haben alle Werbeverträge mit irgendwelchen Unternehmen und sind natürlich da auch ein bisschen in ihren eigenen Interessen irgendwie abhängig von dem Sponsor. Also du würdest dir schon auch mündigere Leichtathletik-Profis wünschen? Immer, in jeder Sportart würde ich mir gerne mündige Athleten wünschen. Ein Problem natürlich in Sportarten, die nicht so hoch im Verdienst sind wie Fußball oder Basketball oder diese amerikanischen Sportarten, denen fällt es natürlich deutlich schwerer. Ne? Da gibt es auch Charakter, Charaktere, die halt stark sind und sagen, ist mir scheißegal, ich sag meine Meinung, das finde ich geil, fand ich schon immer cool. Allen anderen, die es vielleicht gerne machen möchten, die haben immer noch dieses im Hinterkopf, boah, wenn ich das jetzt sage, ich verdiene vielleicht 2000 Euro im Monat, wenn ich das jetzt sage und habe ich Probleme. Ganz ehrlich, ich würde mir wünschen, dass die WM in Doha letztes Jahr ausgefallen wäre. Die Leichtathleten sind dafür leider zu arm, um auf sowas zu verzichten, um vielleicht auf Prämien 200.000-300.000, das ist schon ganz, ganz viel Geld. Aber die ganz reichen Fußballer und die Nationalspieler sind alle Spieler, die Millionenverträge haben, auch jährlich. Ich würde mir echt wünschen, dass das einen Boykott gibt, weil da hätten wir ein politisches Statement. Und jeder auf dieser Welt, der nicht mit einer dunkelschwarzen Brille rumrennt, der weiß, warum da eine Handball-WM war, warum da eine Leichtathletik-WM war, warum da Fußball-WM da ist, nicht weil alles da so super ist. Optimale Temperaturen und politisch optimale Bedingungen, ne? Die Leute arbeiten, bis sie umfallen, und dann sind die tot und dann kommt der Nächste ran. Da wäre ein politisches Statement angebracht. Wir haben jetzt mit ziemlich vielen Sportlern gesprochen schon, auch aus verschiedenen Sportarten und da auch gesehen und gehört, dass es Unterschiede zwischen den Sportarten gibt. Und wir haben auch, glaube ich, einen ganz guten Einblick bekommen, warum Sportler manchmal lieber nichts sagen und sich zurückhalten und welche Gefahren es da auch für sie gibt, sich zu gewissen Themen zu äußern. Aber was jetzt noch so ein bisschen fehlt, ist zum einen Terence Boyd, mit dem wollen wir unbedingt noch sprechen. Und ich glaube, wir haben jetzt ganz gute Chancen, weil beim HFC läuft es zumindest ein bisschen besser. Die haben am Wochenende mal wieder einen Punkt geholt. Deswegen versuchen wir jetzt mal nochmal einen Termin mit ihm zu vereinbaren, fahren vielleicht mal beim Training vorbei. Aber vorher wollen wir sprechen mit Robert Klaus. Der ist nämlich freier Autor und Fanforscher. Und ich hoffe, dass er uns so ein bisschen die unabhängige Sicht schildern kann. Der beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Themen wie Rassismus, Rechtsextremismus und alles Themen, wozu sich auch Profisportler äußern könnten. In der Gänze des Sports tun sie das deutlich zu wenig. Allerdings gibt es positive Ausnahmen. Wenn man sich anguckt, was Leon Goretzka und Antonio Rüdiger, zwei Fußballnationalspieler, in den letzten Wochen zum Thema Rassismus gesagt haben, dann ist das aller Ehren wert, höchst zu loben, weil sie Engagement gegen und klare Kante gegen Rassismus eingefordert haben. Allerdings kann man sich das von vielen Sportlern in allen Sportarten deutlich mehr wünschen. Natürlich müssen wir unterscheiden, ob wir von einem 17-jährigen Nachwuchsspieler reden, der noch kein einziges Profispiel bestritten hat, oder von einem gestandenen Fußballnationalspieler, der eventuell auch eine Verbandskarriere anstrebt oder mal Trainer werden will, der Millionen Instagram-Follower hat, also eine Strahlkraft und eine Reichweite hat, die wichtig ist. Denn letztendlich muss man sagen, das Thema Rechtsextremismus geht die gesamte Gesellschaft an. Sie ist bedrohlich für Demokratie und da sind Sportler, Profisportler nicht ausgenommen, sich dazu zu positionieren und diese Gefahr auch als solches zu benennen. Allerdings kann man sich ja mal den Film zum DFB-Nationalspieler Toni Kroos angucken, der letztes Jahr im Kino war. Ich muss zugeben, ich war erschüttert, wie flach dieser Film ist. Familie Kroos wird als im Grunde desintegrierte Arbeitsmigranten in Spanien dargestellt, wo die Frau sagt, sie war eigentlich in der Stadt seit Jahren nicht. Und zu sportlich und politisch relevanten Themen wie Rassismus, Rechtsextremismus, auch Korruption im Fußball fällt in dem ganzen Film kein einziges Wort. Es ist also wirklich nichts anderes als ganz seichte Unterhaltung. Letztendlich ist es ein großer, großer Widerspruch, dass Fußballfans immer wieder zur Zivilcourage im Stadion aufgefordert werden, gegen Rassismus einzuschreiten, was natürlich gut ist. Und gleichzeitig kommt von der Elite des deutschen Fußballs, von den bekannten Führungsköpfen in den entscheidenden Debatten selten ein vernünftiges Wort. Das heißt, man kann nicht andauernd von Fußballfans das fordern, was man selber nicht vorlebt. Ja, wir sitzen gerade schon mal im Schnitt für den Film, wollten eigentlich in ein paar Tagen nach Braunschweig fahren, wo Ludwigsburg gespielt hätte, mit Konstantin Konga. Hatten uns auch schon verabredet für den Abend davor, aber das Spiel findet nicht statt, wie quasi gerade alle Sportveranstaltungen wegen Corona. Das heißt, wir müssen umplanen und werden jetzt künftig alle geplanten Interviews, die wir noch haben,
per Videochat durchführen. Wir versuchen jetzt mit Konstantin Konga uns per Videoanruf zu unterhalten und ihn nochmal zu der Geschichte damals in Weißenfels zu fragen und warum er das öffentlich gemacht hat. Ja, und einfach nochmal seine Meinung zu dem Ganzen hören. Hallo, grüß dich. Wir machen auch das Beste draus und sprechen jetzt hier per Videochat miteinander und wollen sprechen über diese Aktion damals oder diese rassistische Beleidigung gegen dich im September in Weißenfels. Warum hast du dich entschieden, das dann quasi am Tag danach so öffentlich zu machen? Ich habe mich direkt danach damit beschäftigt und ausgetauscht, auch mit meiner Frau. Der Schritt, warum ich dann was gemacht habe, ist ganz klar, denke ich, weil man ein Zeichen setzen muss, denke ich. Und gerade wenn so eine Sachen passieren, ob es jetzt beim Sport ist, ob es zu Hause ist oder auf der Straße oder wo auch immer, denke ich, sollte man die Möglichkeit nutzen, die man hat und es an die Öffentlichkeit tragen. Und das habe ich in dem Moment gemacht. Das war für mich aber ganz klar, dass ich das mache. Das Feedback auf Instagram, Facebook und Co. war für ihn dann aber überwältigend. Er erreichte tausende Menschen, die ganze Liga solidarisierte sich mit ihm und viele Leute dankten ihm in den Kommentaren für seinen Mut, die Geschichte öffentlich zu machen. Ich habe das gar nicht erwartet, also nicht in dem Ausmaß, und mich hat es natürlich überrascht. Aber auch dazu zu sagen, was auch noch wichtig ist, meiner Meinung nach dazu zu sagen, ist halt, es ist schön und es ist toll, dass viele Leute mich unterstützt haben dabei und gesagt haben, dass das toll ist, was ich gemacht habe und so weiter und dass Rassismus kacke ist und bla bla. Das Problem ist halt nur, es sollte halt nicht dabei bleiben, dass allein nur kommentiert wird, fuck Racism, scheiß AfD oder sonst irgendwas. Da gehört halt mehr dazu, denke ich noch, dass man das Problem wirklich beseitigt, als nur irgendwo zu kommentieren. Aber trotzdem ist es natürlich toll und auch wichtig, dass man die Unterstützung bekommt, gar keine Frage. Aber was ist jetzt eigentlich mit dem Gedanken des MBC-Fans, dass er sich damals bei dem Vorfall gleich hätte mehr bemerkbar machen sollen, damit die Fans auch die Chance zur richtigen Reaktion gehabt hätten? Ja, das ist im Nachhinein aber einfach zu sagen, das hätten sie sich gewünscht und so weiter, aber ich meine, wenn ich die Situation erzähle, wie es für mich war, da ich habe ja den Schiedsrichter darauf hingewiesen. Also alles, was ich machen kann in dem Moment, ist den Schiedsrichter darauf hinweisen. Der Schiedsrichter hat gesagt, das Spiel geht weiter. Und die haben ja mitbekommen, die Fans hinter mir haben ja mitbekommen, dass ich mit dem Schiedsrichter geredet habe. Und da hat ja auch keiner, da haben ja alle dann noch gesagt, was will ich mit dem Schiedsrichter reden? Ich soll mich verpissen, ich soll die Klappe halten, bla bla. Wo dabei ja spätestens die Möglichkeit gewesen, wo du dann halt auch was machen könntest oder sagen könntest, hey, das geht so nicht oder sonst irgendwas. Doch diejenigen, die nah genug dran standen und es mitbekommen haben müssen, sagten nichts. Und der Schiedsrichter, der ließ einfach weiterspielen. Aber einen Effekt hatten Kongas Äußerungen im Nachhinein dann doch. Wenn auch nur für kurze Zeit, wurde sich über Rassismus als gesellschaftliches Problem unterhalten. Also ich will keinen dazu zwingen, irgendwie Stellung zu nehmen, aber ich denke, es gibt Themen, wo du, wenn du ein bisschen Menschenverstand hast oder Charakter oder was auch immer, dass du dazu Stellung nehmen musst. Ich will jetzt keinen dazu. Ich finde auch okay, wenn Leute oder Sportler sagen, sie möchten diese Sachen nicht äußern, und das kann ich auch nachvollziehen. Aber ich bin der Meinung, dass soll Sport eine große Reichweite hast, sondern eine größere als jetzt als Normalbürger oder was auch immer, und dass du halt die nutzen musst, auch wenn du unter dem kleinen Kreis, jetzt auch nicht ein Riesenkreis als Basketballer, aber es ist auf jeden Fall, du kannst auf jeden Fall dem Thema mehr Gehör schenken, egal welches politische Thema, als wenn du halt nichts sagen würdest. Weißt du? Und ich bin der Meinung, dass du immer schaffst, jemand so einen Funken zu jemand überspringen zu lassen, wenn du jetzt über ein Thema redest, und so schaffst du es vielleicht irgendwie in bestimmte Bereiche halt mehr Gerechtigkeit oder sonstiges zu bekommen müssen. Das ist so meine Meinung dazu. Welche Macht Sportler wirklich haben können, das hat sich jetzt gerade erst wieder gezeigt. Denn eigentlich wollte das Internationale Olympische Komitee noch abwarten mit der Entscheidung über Olympia 2020. Aber wegen Corona und vor allem auch wegen des Drucks der Athleten, die in ihrer Sportwelt Politik gemacht haben, wurde Olympia 2020 dann auf das nächste Jahr verschoben. Max Planer ist Ruderer aus Bernburg. Für Olympia hatte er sich nicht qualifiziert, aber er ist Mitglied von Athleten Deutschland, einer Vereinigung von Leichtathleten, die Veränderungen im Sport herbeiführen wollen. Das ist dann auch der Vorsitzende von Athleten Deutschland und ja auch gleichzeitig unser Athletensprecher, Vorsitzender von Deutschland, Max Hartung, sich da hingestellt hat und gesagt hat, hey, wenn die dieses Jahr stattfinden, ich bin raus, weil ich als Sportler habe eine Vorbildfunktion, ich will jetzt erstmal, dass die Krise hier
schnell vorbeigeht und meinen Teil dazu beitragen. Also für mich war die Äußerung von Max Harding, ich habe ihm auch persönlich eine WhatsApp geschrieben, die ihn dafür beglückwünscht, weil ich persönlich fand, der hat ziemlich krasse Stärke und Größe bewiesen, das zu tun. Seine eigenen Interessen, seinen eigenen Weg eigentlich, die Olympischen Spiele, falls sie denn dieses Jahr schon noch stattgefunden hätten, völlig in den Hintergrund zu stellen und dafür die Forderung für andere Athleten auf der ganzen Welt einfach ein bisschen größeres Statement zu geben und einen Mehrwert zu geben. Gehört ja auch ein bisschen Mut dazu, solche Aussage zu tätigen? Auf jeden Fall. Also eine ganz große Menge Mut gehört dazu. Das sieht man ja darin, dass das nicht so viele tun. Ich glaube, dass es hängt so viel dazu, es hängt so viel davon ab. Ich meine, die Sportlerkarriere baut ja letztendlich, sei es abgesehen jetzt im Fußball, aber natürlich in unseren Randsportarten, baut sie ja auf das große Fernziel Olympia auf. Also wenn ich schon als Jugendlicher Sport mache, habe ich so im Kopf, boah, vielleicht, oder zumindest war es mir so, vielleicht schaffe ich es ja irgendwann mal, Olympia teilzunehmen. Und das ist so eine Kern, so eine Motivation, so ein Wunsch, so ein Glauben daran, das mal zu schaffen. Und dann zu sagen, ich stelle das hinten an, obwohl ich schon qualifiziert bin, um das Gemeinwohl jetzt hier mal zu schütze und einfach mal ein bisschen die Leute wachzurütteln, was jetzt gerade in der Situation wirklich zählt, ist für mich auf jeden Fall auch sehr mutig, sehr tapfer und ich weiß nicht, ob es dafür Preise gibt. Ich glaube, mittlerweile gibt es sogar beim Sportler des Jahres für sowas Ehrenpreise. Für mich hat sowas einen Preis verdient, weil das für mich einfach ein Verhältnis ist, was man nicht durch irgendeine Medaille irgendwie ersetzen kann, sondern was einfach viel größer ist und diese menschlichen Werte einfach viel mehr zeigt, die dieser Sportler einfach lebt. Bei uns geht es auch so ein bisschen um gesellschaftliche Themen und gesellschaftliche Äußerungen. Würdest du dir sowas auch mehr wünschen von Sportlern? Gerade in so einer Situation wie jetzt fand ich es natürlich, wie schon gesagt, gut, vor allem, weil es ja auch um uns Sportler letztendlich auch ging. Und ich glaube, es ist auch so, dass bei anderen gewissen gesellschaftlichen Themen auch wir Sportler schon als Vorbild irgendwo dienen, sei es jetzt bewusst oder auch unbewusst. Ich glaube, viele Sportler, denen ist es gar nicht so krass bewusst, was sie für eine Vorbildfunktion haben, sei es jetzt positiv oder negativ. Das sieht man ja zum Beispiel auch bei vielen Fußballern. Egal, was Neymar gerade wieder für eine Frisur hat oder Cristiano Ronaldo oder was die machen, die kleinen Kids auf der Straße gucken sich das an und ahmen das nach. Und darin sieht man das ja auch. Und genauso sollte es ja auch, oder genauso ist es, glaube ich, auch beim Umgang mit gesellschaftlichen Themen. Und Cristiano Ronaldo war einer der ersten Sportler, der sich öffentlich da zu Corona geäußert hat. Das hat mich auch sehr inspiriert und das hat mir auch genau das halt eben auch gezeigt, was da mittlerweile für eine Wirkung einfach da ist. Und deswegen glaube ich schon, dass es in bestimmten, Aspekten, glaube ich schon cool wäre, dass das mehr passiert. Vielleicht kommt das jetzt auch durch die Krise, dass das danach sich mehr Sportler auch trauen. Max Planer beschäftigt sich nicht nur mit Sport, sondern auch mit Politik. Vor 2 Jahren, da hat er zum Beispiel auf Twitter ziemlich viele Beiträge zur Flüchtlingskrise geteilt oder auch zu der Geschichte von Colin Kaepernick. In den vergangenen Jahren ist es auch bei ihm aber alles ein bisschen weniger geworden. Man macht sich immer angreifbar, wenn man sich äußert und viele Sportler, die bringt das auch so ein bisschen aus dem Fokus, aus dem Tunnel raus, wenn sie sich so ein bisschen angreifbar machen, wenn vielleicht auch mal so ein bisschen Gegenwind kommt, ein bisschen Kritik kommt. Und deswegen glaube ich, ist dieser Weg, den die Sportler haben, ganz auf das Ziel fokussiert zu sein und dann auch gar nicht mal so viel links und rechts zu gucken, auch ganz, ganz wichtig, um dieses Ziel im Auge zu behalten, um auch das Ziel zu erreichen und letztendlich auch erfolgreich zu sein. Es bringt ja nichts, wenn man jetzt auf dem Weg zu Olympischen Spielen sich jede Woche politisch oder gesellschaftlich äußert und dann bei den Olympischen Spielen irgendwie hinterherläuft oder fährt oder was auch immer. Sondern es geht ja wirklich im Sport, geht es halt darum, um Erfolge, da misst man sich mit anderen und die Meinung interessiert die Leute dann eher, wenn man was geschafft hat. Und deswegen glaube ich, muss man da immer, das muss jeder so ein bisschen für sich selbst wissen. Aber wie gesagt, ich glaube, wir haben eine Vorbildfunktion, egal ob uns das bewusst ist oder nicht, wir haben die. Und die kann man nutzen, wenn man das möchte. Ja, es hat geklappt. Wir haben gleich einen Videochat mit Terrence Boyd. Hier stehen meine Fragen drauf. Es war am Ende gar nicht so schwer, weil natürlich die Saison ausgesetzt ist wegen Corona. Das heißt, es gibt aktuell zumindest keine sportliche Krise beim Hallischen Fußballclub. Terrence Boyd hat Zeit, wie alle anderen, und er hat gesagt, zu dem Thema, da spricht er gerne mit uns. Und ja, mal gucken, was er gleich zu sagen hat. Ich finde es blöd, dass ein Tabuthema ist, die Politik zum Beispiel. Und dann man mal sagt, dann, okay, hier, du bist jetzt Schauspieler, bleib du mal bei deinem Beruf und hör auf, über Politik zu reden. Das ist mir scheißegal, lass mich von keinem Mund verbieten.
Warum glaubst du aber, dass es relativ viele Sportler gibt, die sich das, ich sag's einfach mal so, nicht trauen oder sagen würden, okay, ich lasse das lieber, dann habe ich ein leichteres Leben, habe keinen Stress? Ja, das ist das nächste Problem mit dieser Leistungsgesellschaft, dass einfach jeder marklos, am besten marklos sein soll, so wenig Probleme wie möglich haben darf. Sobald du dann irgendwas Provokatives sagst, dann geht es schon ganz schnell, gerade mit den Medien heutzutage, in eine Richtung, wirst deine Kamera gestellt, zack, 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 und dann sind deine Sponsorenverträge weg oder der Verein entlässt dich. Und ich meine, du hast da natürlich einen Sportler, gut, um seine Karriere aufbaut, auch vom Image her, und dann medial wirst du schon von klein auf geschult, dass du am besten einfach die Fresse hältst und immer sagst, das Thema gut gespielt. Jetzt gab es ja genau diese Debatte, ob sich Sportler politisch äußern sollen auch, oder gibt es immer noch in den USA, LeBron James sagt relativ oft was, es gab diese ganze Geschichte mit Colin Kaepernick und viele Leute, die auch in den USA gesagt haben, okay, halt die Klappe und spiel, shut up and play, ja. Was denkst du über solche Einstellungen? Und dass das halt sehr schade ist, wie gesagt, weil halt die Masse oder die Leute, die das ja sagen, shut up and play, das sind ja die, die im Strom schwimmen, die einfach alles über sich ergehen lassen, auch Unrecht und Nicht einfach nur zu spielen und sonst die Klappe zu halten, das ist Terrence Boyd auch deshalb so wichtig, weil er selbst schon Erfahrungen zum Beispiel mit Rassismus gemacht hat. Ganz, ganz, ganz früher gab es schon mal so Negersprüche und so, wenn ich dann mit Hertha Amateure irgendwo in irgendwelche Ostclubs, so kleine Ostclubs gespielt habe, das stimmt schon. Ja, da war es jetzt auch, mittlerweile bin ich auch ein bisschen schlauer, weiser, nicht wirklich, aber wo ich weiß, okay, ich weiß zum Beispiel bei mir jetzt auch, sollte das mir jetzt nochmal passieren, gehe ich auch immer vom Platz runter, ganz klar. Aber ich suche da natürlich jetzt nicht danach, sondern ich hoffe auch, wie gesagt, ist alles cool, Trash Talk wird auch dazu, wenn der Spieler dich Arschloch nennt, was auch immer. Alles cool. Ne? Das ist part of the game, aber wie gesagt, das ist wirklich zu viel. So schwer diese Corona-Krise auch gerade für uns alle ist, so glaubt Terrence Boyd doch, dass sie etwas verändern kann. Zum Positiven, dass sich der Fußball endlich seiner sozialen Verantwortung nochmal bewusster wird, dass sich auch die Profisportler ihrer Vorbildwirkung bewusster werden. Ja gut, die Welt im Fußball oder im Leistungs- oder Profisport ist schon in der Blase. Das siehst du ja bei den Gehältern, das siehst du bei, dass sich Leute mehr rausnehmen dürfen als andere. Im Endeffekt ist es jetzt auch, müssen wir jetzt alles besser ausmachen und hoffentlich dann auch alle, wie bei einer Verletzung, gestärkt rausgehen, dass wir dann einfach merken, okay, pass mal auf, so wie es vorher war, war es vielleicht nicht so, vielleicht müssen wir echt mal die kleinen Sachen, die kleinen Dinge im Leben wieder schätzen lernen, weil jeder ist nur noch unterwegs, nur noch schnell, 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 dann Social Media und dann ist das und das, und jetzt einfach mal Pause, jetzt einfach mal gar nichts. Und das ist ungewohnt auch für mich, aber irgendwie ist es auch mal gut, dass man sich mal ein bisschen wieder besinnt. Es gibt gerade viele gute und wichtige Zeichen, die Profisportler in der Corona-Krise senden. Spieler vom HFC oder FCM melden sich bei Instagram zu Wort und sagen, Leute, bleibt gerade lieber zu Hause. Und ich glaube, dass gerade Fans ihnen das vielleicht mehr abnehmen und ihnen da mehr folgen, auch als Politikern zum Beispiel. Rico Freimuth, der geht für ältere Menschen einkaufen, damit die zu Hause bleiben können. Mike Franz hat eine Spendenaktion für einen Tierpark gestartet. Also der Sport hat gerade so seine eigenen zukunftsbedrohenden Probleme tatsächlich, aber Profisportler setzen sich auch für andere Menschen ein und zeigen gerade, dass sie Teil der Gesellschaft sind. Und ich würde mir wünschen, dass das auch in Zukunft noch mehr passiert, denn wir wollten ja der Frage nachgehen, warum äußern sich Profisportler relativ wenig zu gesellschaftlichen, auch politischen Themen? Und die Antwort ist so ein bisschen zum einen, weil sie Angst haben, da sind dann auch wir Medien gefragt, Vereine, Berater, das ganze Umfeld, um da eben so ein Umfeld zu schaffen, in dem das einfach möglich ist, ohne Angst vor Konsequenzen haben zu müssen. Aber die Sportler sind einfach auch selbst gefragt, weil der Weg, nicht zu sagen, immer der bequemere ist. Ich würde mir aber wünschen, dass sie da ihrer Vorbildwirkung noch ein bisschen mehr gerecht werden, sich der bewusst werden und den nicht so bequemen Weg gehen. Sie müssen nicht gleich Sachsen-Anhalts Colin Kaepernick werden, das wird wahrscheinlich schwer möglich sein. Aber wenn sie eine fundierte Meinung haben, dann sollten sie sich meiner Meinung nach auch dazu äußern. Wirklich wichtig ist am Ende aber, was ihr denkt, die Fans. Glaubt ihr, dass das mehr gemacht werden sollte? Sollten sich Profisportler mehr zu solchen Themen äußern oder wollt ihr das eigentlich gar nicht? Sagt uns gerne mal eure Meinung dazu und ja, lasst uns wissen, was ihr dazu denkt.